Ja, Luki, zu einem Sieg können wir heute leider nicht gratulieren, aber zu einer weiteren beachtlichen Talentprobe. Was hat denn in dem heutigen Match den Ausschlag gegeben? Drei im dritten Satz, einfach drei unnötige Fehler, wo ich dann das Break kassiere. Und wo ich vor allem gegen Breakbälle selber habe, wo er gut abwehrt und ich dann im nächsten Game einfach zu hektisch bin. Und ja, das macht dann halt den Unterschied, wenn es bei 3-3 im dritten ist, Break ist so ein Spieler. Bis dahin war das ein Spiel, das absolut auf derselben Ebene verlaufen ist. Bist du selbst überrascht, dass du, wenn du jetzt bedenkst, du hast noch kein Hauptfeld bei einem ATP-Turnier überhaupt gespielt, dass du mit solchen Leuten, Ernest Gulbis war bekanntlich die Nummer 10 der Welt, schon so mithalten kannst? Ja, ich habe es vorher eben nicht gewusst. Ich habe noch nie gegen so gute Leute gespielt, muss man sagen, und überrascht. Ich bin froh, dass es jetzt so gelaufen ist. Ich habe mir einfach nicht viel darüber nachgedacht. Das war wahrscheinlich auch der Schlüssel dazu. Und von dem her bin ich jetzt einfach froh, dass ich da gegen solche Leute mitspielen kann und sogar gewinnen kann. Was kannst du von dem Turnier mitnehmen? Überwiegt jetzt momentan die Enttäuschung oder? Ja, jetzt gerade noch überwiegt natürlich die Enttäuschung. Ich glaube, wenn es nicht so wäre, wäre auch was nicht in Ordnung. Aber ich glaube, wenn ich dann morgen oder so drüber nachdenke, kann ich schon sehr zufrieden sein mit den drei Matches, die ich auch gespielt habe. Im Prinzip jetzt ging Enrico in der ersten Runde der Quali auch aus sein können, da war ich satt zum Break hinten. Von dem her bin ich einfach nur froh, wie das jetzt gelaufen ist. Ja, also wenn dir das vorher gesagt hätte, dass du dich ja qualifizieren wirst, das hättest du wahrscheinlich genommen, oder? Das hätte ich genommen, dass ich auch gegen Rubis 3 Sätze spiele ich auch gewonnen. Nur so wie hätte ich auch genommen, aber so wie es halt jetzt gerannt ist, überwiegt halt doch die Enttäuschung über die Niederlage. Großer Zahltag ist dennoch, du hast heuer 15.000 Dollar bis jetzt eingenommen. Durch die erfolgreiche Qualifikation kommen jetzt 12.000 Euro hinzu, kann sich auch sehen lassen, oder? Ja, die tun natürlich nicht weh, die 12.000 Euro, die nehme ich natürlich auch gerne mit. Viel wichtiger sind aber die Punkte, die 20, die ich jetzt gemacht habe. Da komme ich jetzt im Ranking auch weiter vor. Und ja, hoffentlich wird das dann irgendwann Standard werden, diese 12.000 Euro. Passt, das wünschen wir dir natürlich viel Erfolg für die letzten Turnierwochen noch in dem. Danke.